Aber MK8 kann ich nicht mehr spielen. Das kann man höchstens bei Hübi in den News anschauen. Aber, ey, jeden Samstag Mario Kart 8 News auf Hübi LP. Hallo Leute, willkommen zur ersten Folge der Mario Kart 8 Channel News im Jahre 2017. Letzte Woche sind sie ja ausgefallen, weil wir da das 2016 Rückblicksvideo hatten, was übrigens sehr, sehr sehenswert ist, kann ich an der Stelle wirklich schon mal sagen. Ich habe das Video ultra spontan angefangen aufzunehmen und habe auch im Video gesagt, mal schauen, wo ich am Ende landen werde. Letztendlich habe ich über eine Stunde über mein letztes Jahr geredet und viele von euch haben gesagt, dass sie sich sogar aus dem Video ein bisschen was mitnehmen können für ihr eigenes Leben und dass sie einfach wirklich sehr glücklich war mit dem Video. Und ich muss auch sagen, ich war sehr zufrieden damit. Also wer das von euch noch nicht gesehen hat, kann das gerne tun, ist sehr empfehlenswert. Und großes Dankeschön für die tolle Resonanz, die ihr mir gegeben habt. War ich sehr glücklich drüber, wie gesagt, weil das sehr spontan war und ich glaube, ich auch einer so der Letzten war, der so ein Rückblickvideo gemacht hat. Die meisten haben das schon am 30. Dezember oder so gemacht. Ich kam halt dann erst am 2. Mai und trotzdem haben sich sozusagen so viele das angeguckt und so viele da tolle Kommentare drunter geschrieben und ich war sehr glücklich, wie das verlaufen ist und bin ich da sehr dankbar, dass ihr das so aufgenommen habt und euch auch so viel Zeit genommen habt, das Video anzuschauen und dann noch so schöne Kommentare drunter zu schreiben. War eine sehr, sehr schöne Sache, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Außerdem gab es noch andere sehenswerte Videos in den letzten zwei Wochen. Um genau zu sehen, eigentlich zwei, wo ich denke, die könnten sich auch Leute von euch angucken, falls sie es noch nicht getan haben. Zum einen hat der gute Todoffs ein Best-of zum Hübi-Charity-Stream hochgeladen, der ja einfach nur grandios war. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut auf seinem Kanal vorbei, auf dem Kanal von Todoffs, den findet ihr schon. Und da gibt es dann den Link zu seinem Best-of. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Finde ich wirklich sehr toll geworden und hat wirklich nochmal die besten Szenen zusammengefasst und bringt auch ganz toll rüber, was da eigentlich passiert ist. Es war ja wirklich schon heftig. Die Tage kommt dann auch das Video, wo ich euch dann sage, was der Gesamtbetrag ist, der zusammengekommen ist. Und dann wird dann auch so eine Art kleine Spendenbestätigung kommen, also dass ihr dann auch seht, dass ich das Geld wirklich gespendet habe, weil ich von dem einen oder anderen gehört habe, vor allem auch, dass die Eltern von manchen meiner Abonnenten, ne, dachten, ich würde hier sozusagen nur Faxen machen und sagen, ich würde spenden und das ganze Geld eigentlich für mich behalten, ne? Weshalb ich euch da auch irgendwie eine Art, ja, Bestätigung geben will, dass das Geld auch wirklich gespendet wird. Mal schauen, wie ich das Ganze anstelle, ob es da irgendeine Überweisungsbestätigung gibt oder ich muss mal gucken, wie ich das machen kann. Falls jemand von euch eine Idee hat, gerne her damit. Aber ich denke, wenn ich da die Überweisung zeige, dann ist es in Ordnung. Ich muss noch schauen, dass ich das mit den Bankkontennummern von mir persönlich und auf jeden Fall wird ein Video kommen, wie ich das Ganze überweise, dass ihr das auch safe habt, was dann auch der letztendliche Betrag ist. Und das Super Mario 3D Land Projekt ist letzten Sonntag gestartet, also vor 8 Tagen. Und Part 1 hat, glaube ich, schon 500 Aufrufe und 96 Likes. Es wäre eine coole Sache, wenn wir da die 100 Likes voll bekommen, weil 100 Likes auf meinem Kanal eine sehr, sehr seltene Zahl ist. Und ich finde das irgendwie ultra cool. Also da könnt ihr, das könnt ihr euch auch noch anschauen, falls ihr das EP verpasst habt. Sind ja mittlerweile, glaube ich, schon 7 Parts online. Ich habe da jetzt täglich einen gebracht. Das ändert sich jetzt wieder. Das Projekt wird sich jetzt mit den anderen Projekten abwechseln und dann immer 2 Tage kommen. Aber das ist ein tolles Projekt. Es macht ultra Spaß. Ihr seid da richtig aktiv. Also ist ein richtig schönes Projekt, macht sehr viel Spaß. Wer das verpasst hat, kann sich das gerne noch anschauen. Ich finde es sehr kurzweilig. Also es geht wirklich locker von der Hand. Man kann, also zum Let's Playen ist es super easy, macht richtig viel Spaß und auch, ich glaube, bei euch kommt es richtig gut an. Also grundsätzlich über 40 Likes, das ist schon übel. Das hat schon fast Custom Tracks Niveau. Ja, also das sind so Videos, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Und ich habe jetzt auch noch viele andere Infos. Es sind wirklich einige heute, also wäre cool, wenn ihr möglichst lange dran bleibt, damit ihr da auch so nichts verpasst, weil da doch das ein oder andere, ja, in Anführungszeichen, zukunftsrelevante dabei ist, so. Eine große Sache und auch eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, werde ich jetzt gleich am Anfang packen, damit das möglichst viele von euch mitbekommen. Es gibt ja oft Leute, die sagen, hey, neues Jahr, jetzt ist meine Zeit gekommen abzunehmen, und jetzt packe ich das und jetzt ist neues Jahr und jetzt melde ich mich im Fitnessstudio an und jetzt werde ich der neue Adonis. So, kennt ihr ja, ne? Ich möchte sowas Ähnliches tun, aber nicht aus dem Grund, dass jetzt ein neues Jahr ist und ich jetzt abnehmen will, sondern
es hat mehrere Gründe, die möchte ich jetzt einfach ein bisschen erläutern. Also, was auf jeden Fall die Folge dieser ganzen Sache, die ich jetzt erzählen werde, dass da keinen Überblick verliert, es werden mehr Vlogs kommen in nächster Zeit. Ich möchte mir persönlich angewöhnen, einfach immer meine Vlogcam dabei zu haben und einfach, wenn irgendwas passiert, möchte ich einfach sozusagen meine Kamera parat haben, um mit irgendwas zu reden. Also, Ziel meiner ganzen Aktion, die ich jetzt in den nächsten Tagen starten will, ist, Stück für Stück mich in eine Form zu bringen, mit der ich selber zufrieden bin. Viele wissen von mir selber, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ich bin sehr selten zufrieden mit etwas. Der Hübi Charity Stream ist zum Beispiel eine der wenigen Sachen, mit der ich einfach nur schlichtweg von vorn bis hinten zufrieden bin. Aber das ist jetzt was anderes. Und mein Körper ist schon immer ich war noch nie zufrieden mit meinem Körper, jetzt in allen 19 Jahren. Natürlich, früher als kleines Kind hat es mich noch nicht gejuckt, aber sobald man dann angefangen hat, auf seinen Körper zu schauen, war ich noch nie zufrieden damit. Ich war sehr oft Depri, weil ich mich zu dick gefühlt habe. Ich denke, das ist was viele kennen, die ein bisschen übergewichtig sind oder vielleicht auch welche, die sich zu untergewichtig fühlen, weil ihr Körper einfach nicht zunehmen will. Aber ich denke, Unzufriedenheit mit seinem eigenen Körper, das kennen sehr viele von euch. Ich habe letztes Jahr, also ich rede jetzt mal von Handball-Saison 15-16, da bin ich in die erste Herren gekommen, war übelst motiviert, habe richtig viel Sport gemacht und war auch in einer wirklich guten Form. Und auch Saison 16-17, also vor allem 2016, so von März bis Juni. Ich war sehr viel joggen und hatte, glaube ich, so die beste Form meines Lebens gefühlt so. Also ich hatte kaum noch, ich sag mal, irgendwie einen Bauch, den man gesehen hat, irgendwie einen dickeren. Auf jeden Fall war ich sehr zufrieden, aber das ist wieder ein bisschen verloren gegangen mit der Zeit. Die Handballsaison ging los, das heißt, am Wochenende kamen immer Spiel- und Schiedsrichtertermine dazu. Ich habe mich ein bisschen mehr auf YouTube fokussiert, ab September auch ein Thema, was ich in dem Jahresrückblick anspreche. Ich habe mich ab September sehr stark auf YouTube fokussiert und Folge daher war, ich habe meinen Sport wirklich, ich sag mal, auf ein Minimum zurückgefahren. Ich habe die 2 Handballtrainings die Woche besucht, habe nicht mehr die 3. Zusatzeinheit genommen, die ich früher immer gehabt habe, so die Zusatzeinheit Torwarttraining. Und das hat man sehr deutlich an meiner Form gemerkt. Die letzten 4, 5 Spiele der Hinrunde, also so ab November eigentlich, waren richtig bitter für mich, also im Tor. In den Spielen, ich habe wirklich so schlecht gehalten wie noch nie. Ich habe Bewegungen im Tor gemacht, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Es ist einfach nur grausam. Und ich dachte mir, da ist der Wurm drin, was ist los? Und dachte, muss ich mir eine Pause nehmen? Warum bist du auf einmal so schlecht so? Das war wirklich übel und das hat mich richtig fertig gemacht. Ich war jedes Mal richtig down nach den Spielen am Wochenende, weil ich einfach nur schlecht war, kaum gespielt habe, weil ich halt früh ausgewechselt wurde, was auch verständlich war. Mit meiner Leistung würde ich mich selber auch nicht drin lassen. Und der einzige Grund, warum das ist, weil ich den Sport zurückgefahren habe. Ich bin jemand, der nimmt sehr leicht zu. Das Ding ist, ich trinke sehr gerne leckere Sachen und ich esse sehr gerne leckere Sachen. Ich mache das einfach gern und ich dachte, die 2x Training die Woche plus Spiel am Wochenende reicht, um mich fit zu halten. Aber ich habe gemerkt, meinem Körper reicht das nicht. Mein Körper braucht, wenn ich so viel konsumiere, wie ich sonst tue, mehr Bewegung. Und das möchte ich jetzt starten. Ich möchte nicht ins Fitnessstudio gehen, weil ich glaube, jetzt am Anfang des Jahres sind die Fitnessstudios einfach nur so ätzend voll, dass das macht, glaube ich, gar keinen Spaß, da zu trainieren, weil jeder mit seinen neuen Jahresvorsätzen kommt. Wie gesagt, ich mache das nicht, weil jetzt 2017 ist, sondern weil es für mich ein erschreckender Anblick war, wie meine Handballleistung abgebaut hat, als ich mich voll auf YouTube fokussiert habe und den gesunden Lebensstil wirklich sehr weit nach hinten gerückt habe. Ich habe glücklicherweise nur 2-3 Kilo zugenommen, was mich sehr verwundert hat. Also ich habe wirklich nicht sehr gesund gelebt und wie gesagt den Sport auf 3x Sport die Woche zurückgefahren. Ist natürlich immer noch mehr als vielleicht manch anderer macht, aber ich bin in einem sehr unguten Zustand und ich möchte das einfach ändern. Ich habe eigentlich mehrere Ziele. Also mein erstes Ziel, obwohl, nee, das werde ich jetzt hier nicht reinpacken, das würde den Rahmen der Channel News sprengen. Da werde ich dann die Tage in dem Vlog eingehen. Also ich denke, ich werde in Zukunft alle 4, 5 Tage einen Vlog raushauen. Also das ist irgendwas, das kommt unregelmäßig, weil vielleicht passiert an einem Tag mal was voll Spektakuläres, dann kann man den Vlog über den ganzen Tag machen. Aber vielleicht passiert einfach mal 5 Tage nichts, dann wird halt ein Vlog erst nach einer Woche kommen. Also ich möchte einfach in Zukunft auf jeden Fall mal die nächsten 1-2 Monate auf jeden Fall einfach Vlogs bringen, wie ich mich ernähre, wie meine aktuelle Laune ist und vielleicht, was ich für Sport mache und so weiter. Einfach so ein bisschen
da Vlogs machen. Ich setze mir keine großen Ziele, wie viel Kilo ich bis wann abgenommen haben will. Ich setze mir keine... Ich möchte das Ganze einfach nur ein bisschen in Videoform dokumentieren, euch meine Sichtweisen zu gewissen Dingen sagen. Und mit der Serie möchte ich eigentlich zwei Dinge erreichen. Zum einen, dass man sich unter diesen Videos austauschen kann. Ich werde bestimmt mal über Ernährung reden in den Videos. Ich möchte bestimmt mal über einfach über gewisse Ansichtsweisen reden. Und da sozusagen einfach in dem Kommentarbereich eine Diskussionsplattform zu schaffen. Einfach über gewisse Dinge, die vielleicht Sport, Ernährung, Lebensstil, sonst was geben. Also ich möchte zum einen eine Diskussionsplattform schaffen und zum anderen möchte ich auch eine gewisse Motivation schaffen für Leute, die vielleicht was Ähnliches machen wollen oder die sich inspirieren wollen und einfach mal so sehen, wie das andere machen und daraus dann ihre eigenen Schlüsse ziehen. Weil ich kenne das selber, zur Zeiten als Kollege seinen Ernährungsplan, die Boss-Transformation rausgebracht hat mit Trainingsplan, habe ich mir einen Videolog von jemandem angeguckt, der das gemacht hat über 12 Monate. Und der hat da das wöchentlich dokumentiert, seine Trainingsfortschritte und da auch sowas Ähnliches gemacht. Und das hat mich sehr, sehr motiviert. Allerdings möchte ich, wie gesagt, diese Vlogs nicht nur auf dieses Sport- und Ernährungsding festlegen, sondern ich möchte einfach mir angewöhnen, meine Vlog-Kamera öfters irgendwohin mitzunehmen und einfach öfters mal meine Meinung in die Kamera zu sprechen und öfters einfach mal ein paar Dinge zu filmen, die bei mir passieren. Ich weiß nicht, inwieweit ich da Dinge aus meinem Privatleben zeigen werde. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch ankommt. Aber wir werden sehen. Also das ist eine Sache, die ich starten will. So ein paar Ziele habe ich. Die werde ich dann aber, wie gesagt, dann in meinem ersten Vlog ansprechen, der irgendwann die Tage kommen wird. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich denke, der erste Vlog wird dann eher so ein Einleitungsding sein, wo ich das ein bisschen erkläre. Schaut da einfach. Also die Tage wird das Ganze starten und dann werden vermehrt Vlogs kommen. Auch eine Sache, die ich noch weiter einführen will, ist ein regelmäßiger Stream-Tag. Aber ich habe schon im Stream gestern, also am Sonntag, dem 8. Januar, habe ich schon gesagt, es wird für mich sehr schwer, einen festen Stream-Tag festzulegen, weil ich einfach, wie gesagt, mal beim Handballspiel Sonntagabend bin, wenn ich gern Sonntagabend streamen würde. Oder ich muss mal zum Pfeifen oder ich bin mit Freunden unterwegs. Es fällt mir sehr schwer, an einem bestimmten Tag zu sagen, an dem Abend streame ich. Weshalb ich gesagt habe im Stream und jetzt auch in den Channel News, es wird einmal die Woche ein Stream kommen. Über, ja, circa 2 bis 3 Stunden auf Twitch, weil für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe auf YouTube einen Stream-Bann bekommen. Für 90 Tage, weil ich ein Musikvideo in einem YouTube-Stream gezeigt habe. Und jetzt darf ich 90 Tage nicht auf YouTube streamen, weshalb ich auf Twitch ausweichen muss. Finde ich aber eine schöne Sache. Dann hat man so die Streams so ein bisschen auf einer anderen Plattform. Auf Twitch hat man mehr Freiheiten. Es gibt Leute, die sind für Twitch. Es gibt Leute, die sind für YouTube-Streaming. Letztendlich ist alles ein Stream. Und auf Twitch fühle ich mich, glaube ich, fast wohler. Wo ich dann nach diesem 90-Tage-YouTube-Bann wieder streamen werde, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach 90 Tage Twitch aufgebrummt bekommen. Und wir werden sehen, wie ich mich danach fühle, ob ich weiter auf Twitch bleiben will oder wieder zurück auf YouTube gehe. Aber ich möchte einmal die Woche auf jeden Fall auf Twitch streamen. Ich werde es versuchen, Sonntagabend zu machen. Und wenn ich merke, oh, Sonntagabend wird schwierig, dann wird es an einem anderen Tag sein. Aber immer wenn es geht, versuche ich Sonntagabend jetzt zu streamen. Gestern war jetzt das erste Mal. Sozusagen das erste Mal im neuen Jahr, weil ich den 1.1. nicht dazu zähle. Aber da können wir eigentlich fast sagen, so 2017 startet mit 2 großen neuen Sachen. Eben ein wöchentlicher großer Stream, wo ich eben nicht nur Pokémon Mond spiele, sondern einfach irgendwelche Games. Ich habe jetzt gestern Mario Kart 8, Super Mario Sunshine und Pineview Drive, also ein Horrorspiel, gespielt. Und ich quatsche da einfach mit, wir quatschen da miteinander und hören Musik über den Song Request. Ihr könnt da Musik einreichen, da kamen gestern tolle Sachen von Tina Turner über irgendwelche Rockbands zu Nintendo Soundtracks, zu irgendwelchen, also da kommt wirklich coole Musik zusammen, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung. Ich kann euch da nur empfehlen, mal vorbeizuschauen, auch wenn euch die Spiele vielleicht nicht so zusagen, aber in Streams ist es einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Und also könnte ich sagen, so jetzt kommen eigentlich wöchentlich Streams und Vlogs. Das ist so eine Sache, die sich jetzt vielleicht Anfang 2017 ändert. Wie gesagt, dieses ganze Abnehmen-Ding nicht, weil jetzt ein neues Jahr ist und ich sage, ja, neues Jahr, jetzt will ich gesünder leben, sondern weil ich einfach schockiert war, wie krass mein Körper im Handball abbaut, wenn ich mal keine Zusatzsporteinheiten außer die vorgegebenen Trainingseinheiten mache. War echt schockierend. Kann ich aber vielleicht auch nochmal, wie gesagt, in den Videos drüber reden. Also ihr werdet auf jeden Fall in den Vlogs viele Gedankengänge von mir, ja, mitbekommen. Darüber kann man dann eben gemeinsam diskutieren und Meinungen austauschen. Ich glaube, das wird cool. Das sind 2 neue Sachen. Dann am 7., also, okay, fangen wir anders an. Wie jeder mitbekommen hat, ist am 13. Januar eine Nintendo-Präsentation, wo sie ihre neue Konsole, die Nintendo Switch, vorstellen.
Und im Rahmen dieser Vorstellung am 13. Januar planen sie 3 Events in Deutschland, auf denen die Twitch-Konsole für Pressemitglieder anspielbar ist. Direkt am 13. in Frankfurt, dann am 17. in München und nochmal irgendwann in Berlin. Wie auch immer, ich bin mega glücklich. Nintendo hat mich gefragt, ob ich eines dieser Events besuchen will. Ich bin da einfach so krass glücklich drüber, ohne Witz. Und ich werde am 17. Januar, vorausgesetzt mit meiner Arbeit geht das fit, aber ich denke, das wird kein Problem sein, ansonsten nehme ich an den Tag einfach einen Tag Urlaub, werde ich am 17. Januar in München sein. Und das wird natürlich gevloggt. Ich werde an dem Tag auf jeden Fall Blue X2 treffen, mit dem habe ich schon gesprochen. Und ich werde einfach Nintendo Switch zocken können. Freunde, das ist... Ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefreut habe, als mich eben dieser PR-Manager von Nintendo da gefragt hat, hey, du, magst du da eigentlich vorbeikommen? Wir haben hier 3 Termine, wo willst du hin? Ich so, wow, echt? Also, ich darf am 17. Januar in München auf der Switch zocken. Da gibt es erst so eine Präsentation, irgendeine Eingangspräsentation. Und dann darf man einfach den ganzen Tag da zocken. Also, Blue X2 wird auf jeden Fall da sein. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass einige andere YouTuber da sind. Es wird auf jeden Fall ein Vlog kommen, ohne Frage. Also ihr kriegt da alles mit, es gibt auch keine Restriktion von Nintendo, also ich darf alles filmen, was ich will, ist eine voll geile Sache, also ich bin mega happy und ich werde euch dann natürlich alle Fragen beantworten können. Ich denke, ich werde dann im Rahmen dieses Besuchs davor auch noch eine Art Ask Hübi machen, das habe ich schon mal gesagt, das ist auch so eine Serie, die ich vielleicht ein bisschen mit den Vlogs wiederbeleben will, und... Da werde ich auf jeden Fall, bevor ich dahin fahre, werde ich sozusagen euch einfach bitten, alle Fragen zu stellen, nach denen ich suchen soll. Und dann, wenn ich wieder daheim bin, werde ich versuchen, einfach möglichst viel mit euch zu beantworten. Also, ich werde euch versuchen, alle Infos über die Switch rauszuhauen, die ich bekommen kann. Aber ich bin, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass ich auf ein offizielles Nintendo-Event darf und als einer der Ersten, die auf der Nintendo Switch zocken kann. Das klingt einfach für mich so surreal. So, wisst ihr, ich habe einfach mal angefangen, in meinem Zimmer Videos zu erstellen. Und jetzt kriege ich offizielle Einladungen auf Nintendo-Events, um als Erster eine Konsole anzocken zu können. Wisst ihr, wie also das ist für mich einfach so, keine Ahnung. Ich bin doch einfach nur Hübi, Mann. Und ich kriege einfach Einladungen von Nintendo. Das ist einfach krass, wie weit wir gemeinsam schon gekommen sind. Und, ich hab's auch im Stream gestern angesprochen. Ich glaube von mir selber immer noch nicht, dass ich ein großer YouTuber werde. Weil ich glaube, meine Art ist nicht dafür gemacht, auf YouTube zu wachsen. Aber meine Art ist dafür gemacht, eine kleine Community zu haben, die zu pflegen und mit denen eine schöne Zeit zu verbringen. Und was wir jetzt schon gemeinsam alles erlebt haben und was mir jetzt teilweise durch euch ermöglicht wird, das ist einfach so heftig. Ich werde einfach auf ein offizielles Nintendo-Event eingeladen. Das ist... Also... Ich kann einfach nur euch Danke sagen dafür, einfach nur euch, weil ihr diejenigen seid, die mir das ermöglicht haben, dass das Nintendo auf mich auf... Es ist krass. Also ich freue mich mega auf den Tag, ich hoffe, meine Arbeit legt mir da keine Steine in den Weg, ich bezweifle es, weil meine Arbeitskollegen eigentlich immer sehr entspannt auf dem Gebiet sind, aber ich kriege jetzt auch... Ich hatte ja 2 Wochen Urlaub und wenn ich jetzt wieder in die Arbeit komme, morgen, also für euch bin ich gerade in der Arbeit, habe ich einen neuen Chef. Weil wir aufgekauft wurden und jetzt einen neuen Chef haben. Also ich bin im Mitte Dezember in Urlaub gegangen. Und wenn ich jetzt wiederkomme, arbeite ich sozusagen in einer neuen Firma. Das wird höchst spannend morgen. Oder für euch heute. Ja, also das auf jeden Fall. Ich bin auf dem Nintendo Switch Event in München. Das kann ich euch auch noch sagen. Die schaue ich mal kurz auf meine Liste. Vlogs habe ich gesagt. Die wöchentlichen Streams habe ich angesprochen. Und eine Sache noch für alle Splatoon-begeistert, ne? Ich werde... Vermutlich diese Woche möchte ich Team-Rang-Kampfrund mit euch aufnehmen. Das bedeutet, ich brauche immer 3 Leute von euch. Ich werde als allererstes immer auf Discord fragen, ob jemand Zeit und Lust hat mitzuspielen. Und wenn sich da dann keine 3 finden, werde ich auf Twitter fragen und dann mal schauen. Aber ich werde diese Woche des Öfteren mal fragen, ob 3 Leute von euch Zeit haben, mit mir einen Team-Rang-Kampf zu machen. Ich würde das, wie gesagt, auch damit euch aufnehmen. Also wir würden dann zu 4 Rangkämpfe machen, wahrscheinlich so 3 bis 4 Stück. Und es wären dann auch Splatoon-Parts. Sprich, ich würde dann auch gerne mit euch talken auf Discord. Wenn ihr kein Mikro habt, ist auch in Ordnung, dann talke ich nur mit einem oder 2 von euch und der dritte spielt dann halt so mit. Aber ich möchte diese Woche Splatoon Community Rund mit euch zusammen aufnehmen, mit 3 von euch, also insgesamt zu 4 Rangkampf spielen. Und da möchte ich einfach nur sagen, falls ihr da als erstes informiert werden wolltet, ich werde immer als allererstes auf Discord fragen, ob Leute da sind, die mit mir aufnehmen wollen. Und wenn sich da dann nicht genug finden, werde ich auf Twitter
fragen, wer Lust und Zeit hat. Und ich hoffe, dann werde ich immer drei von euch finden, mit denen ich dann zusammen Rangkampf zocken kann. Weil ich habe das gemerkt, das macht ultra Spaß. Also ich wollte euch einfach nur darauf hinweisen, falls ihr noch nicht auf Discord seid, geht da ruhig drauf. Also falls ihr interessiert an Splatoon Rangkampf und mit mir und anderen aus meiner Community seid, dann geht auf jeden Fall auf Discord. Da werde ich immer als erstes fragen. Link dazu in der Beschreibung. Ihr müsst das Programm nicht mal installieren. Ihr könnt es auch im Browser benutzen. Aber ich finde es installiert ganz cool. Also auf dem Discord wird sowieso immer mega getalkt. Es ist so eine coole Community-Stimmung da. Es ist kostenlos. Schaut auf jeden Fall mal bei. Man kann da chatten und auch reden in verschiedenen Räumen. Also es ist sozusagen einfach so eine Chatraum- und Talkraum-Software. Wie gesagt, geht auch im Browser, aber gibt es auch als App. Also ihr könnt es überall verwenden. Und da werde ich immer als erstes fragen, solltet ihr also interessiert dran sein, mit mir einfach mit der Community zusammen Rangkämpfe in Splatoon zu zocken und dabei auch aufzunehmen. Wie gesagt, ihr müsst dann auch damit rechnen, dass ihr eben auf meinem Kanal landet. Dann schaut doch auf Discord vorbei, würde mich sehr freuen. Dann können wir da zusammen ein paar coole Splatoon-Runden aufnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit euch zusammen da mal zu zocken. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Das waren jetzt wirklich 21 Minuten vollgepackt mit Infos. Eine der intensivsten Channel-News-Folgen überhaupt, aber das neue Jahr bringt einige Neuerungen mit. Und ich finde es krass, dass das jetzt alles so zum neuen Jahr passiert. War eigentlich gar nicht so meine Absicht, so 2017 so groß was zu ändern. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Ihr solltet euch das Best-of von Todd-Offs zu meinem Charity-Stream anschauen. Ihr solltet euch mein 2016-Video anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und den Super Mario 3D Land Part 1 und da die 100 Likes knacken. um Likes betteln. Ich bin auf dem Nintendo Switch-Event in München am 17. Januar. Ich werde des Öfteren vloggen über meine über Abnehmen, Sport, aktuelle Gedanken etc. Ihr solltet auf meinen Discord-Server kommen, wenn ihr an Community Splatoon-Runden interessiert seid und das erste informiert werden wollt. Und ich werde wöchentlich auf Twitch streamen. Ich peile immer den Sonntagabend an. Sollte ich wissen, ich kann da nicht, werde ich an einem anderen Tag streamen. So, das war's. Ich bin raus. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein.